Spheres ist eine Performance für den Museumsraum für 3 TänzerInnen und einen Schwarm von Robotern. Diese Roboter haben eine Kugelform, sind interaktiv und kooperieren im Rahmen von diesem Stück mit den Tänzern. Es geht letztlich um Kommunikation zwischen verschiedenen formigen Agenten und um die Suche nach dieser Verbindung und nach der Kommunikation. Die Suche nach Verbindung findet auf verschiedenen Levels statt. Also klar durch die Inszenierung letztlich, durch Geometrien, durch Patterns, die sich wiederholen, durch das Bewegungsmaterial, was letztlich auch auf Tracking-Posen und Situationen zurückgreift, die wir mit den Systemen eigentlich brauchen zum Kalibrieren, aber die man so ein bisschen als Metapher verstehen kann, dass man versucht, mit einem System Kontakt aufzunehmen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine echte Interaktion. Also das heißt, es gibt ein Tracking-System, OptiTrack, installiert. Das ist ein Kamerasystem von ungefähr 16 Kameras, die den ganzen Tanzspace sozusagen überwachen und permanent wie so eine Art von Gehirn den Robotern sagen, wo sie sind und wo sie sein sollen und das gegenseitig, also das sozusagen justieren und ausbalancieren. Für die Performance selbst gibt es eine Choreografie für die Tänzer und für die Roboter. Das heißt, es gibt einzelne Szenen und es gibt Unterszenen und das ist alles stark choreografiert. Und für die Roboter gibt es eine eigene Art der choreografischen Sprache. Das heißt, es gibt verschiedene Abschnitte mit verschiedenen Algorithmen, die entweder bedeuten können, der Roboter soll von A nach B kommen und in der und der Geschwindigkeit und er sucht sich so ein bisschen den Weg. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel einen Pfad haben für den gesamten Schwarm und die Roboter sich darum gruppieren sollen, um diesen Pfad. Letztlich wie eine Art von kleiner Schwarmintelligenz von 5 Robotern. Aber es gibt eben auch das andere, dass es tatsächlich eine Art von, also einige Momente gibt, wo der Roboter so nah es geht an den nächsten Tänzer sich annähert und der Tänzer tatsächlich auch den Roboter wirklich berührt und woanders hinbringt. Also es gibt da wirklich eine Art von Intimität zwischen diesen unterschiedlichen Formen des Seins, wenn man das mal so philosophisch ausdrücken möchte. Ich möchte mir gerne vorstellen, dass es diese Sehnsucht nach Verbindung gibt. Und dass diese Sehnsucht nach Verbindung nicht nur von menschlichen Wesen kommt, sondern eben auch von allen anderen Formen von Wesen. Und wenn wir uns das einfach mal vorstellen, dass die Roboter das auch haben und sich danach sehnen, eine Verbindung zu erschaffen, dann finde ich das schön, diesem Sehnen Platz zu geben an der Stelle. Und das kann entweder in Form von einem Schwarm passieren, das kann schnell passieren, aber das kann auch ein Roboter sein, der ganz vorsichtig sich annähert an einen einzelnen Tänzer.